Nein, ich sag dazu einfach nichts. Wenn ich dazu was sagen würde, würden nur Schimpfwörter rauskommen. Erinnert ihr euch noch an Teil 1 bis 3 von Jagdfieber? Junge, war das ein Heidenspaß. Leider war es das immer noch nicht, denn es gibt leider Jagdfieber 4. Mann, ich wünschte, ich hätte einen Hammer, dann könnte ich alle 4 DVD-Boxen einfach kaputt hämmern. Übrigens, der vierte Teil kam erst 5 Jahre später als der dritte Teil. Warum? Die Lösung ist einfach: Geld. Wie auch immer, hier ist er, der letzte Teil von Jagdfieber. Guckt euch die beiden an, sie haben Angst. Und wisst ihr auch, warum sie Angst haben? Sie haben Jagdfieber 3 geguckt. Ach ja, das habe ich vergessen. Jagdfieber 4 ist eine Horrorkomödie. Allein hier draußen im Wald. Sie brauchten einen Helden und sie sollten bald einen bekommen. Wer kann uns beschützen? Erstens, der Sinn einer Horrorkomödie ist es, Gruselfaktor einzunehmen und es lustig zu veranstalten. Das war nicht lustig. Und zweitens, Elliot ist ein Held? Niemals im Leben! Der mutigste und bestaussehende Maultierhirsch, der je auf dieser wunderbaren Erde wandelte. Welch Blödsinn! Your story ist ein Haufen kleiner Köttel, du närrischer Teufel! Oi! Wer erzählt denn eine Geschichte in Schwarz-Weiß, du Fußvolk von vorgestern? Halt! Ja, die ersten 3 Minuten sind nur eine Geschichte, die nichts mit dem Rest der Handlung zu tun hat. Was für eine Abzocke! Wie auch immer, Bug hat riesige Angst und rennt deshalb in den Wald. Mich wundert hier gar nichts mehr. Ich habe die ersten 3 Teile gesehen. Es kann alles auf mich zukommen. Ich bin bereit. Weil Bug riesige Angst hat vor Werwölfen, hat er ein Flashback vom Teil 1 und will sie jetzt für immer einschließen. Du verstehst mich doch, oder? Ich bin nicht verrückt geworden. Dieser Film hat mich verrückt gemacht. Aber keine Angst, wir beide haben es hinter uns und dann müssen wir das nie wieder gucken. Versprochen, mein alter Kumpel. Jetzt treffen wir Wiener auf Mr. Wiener. Seine Besitzer sind plötzlich einfach so verschwunden. Niemandem, dass ich Angst vor dem Werwolf habe. Stellt euch mal vor, Leute! Bug hat Angst vor dem Werwolf! Du meinst, das war nicht gespielt? Nö, er hat tatsächlich eine Riesenangst. Wow, Elliot schafft es wirklich jeden Film, immer mehr ein Arschloch zu werden. Wer hätte's gedacht? Jetzt gehen unsere Freunde in den tiefen Wald, um Bugs Angst zu besiegen. Welcher Ort ist dazu besser geeignet als ein dunkler Wald, der nicht markiert ist? Oh, guck, der Jäger aus dem ersten Teil ist zurück. Das wird sicher noch eine wichtige Wendung nehmen. Lass uns verschwinden. Nein, Bug, halte dich deine Angst. Du siehst mir in die Augen und sagst, ich bin ein Grizzlybär. Und dann brüllst du. Yep, richtig gesehen. Auch das hier geht auf Elliots Kappe. Hab ich schon erwähnt, was für ein Arschloch Elliot ist? Wie auch immer, das hat auch nichts gebracht und die Story geht weiter. Oh, guckt, Leute, der Indianer aus Teil 1 ist zurück. Das kann ja noch spannend werden. Und das denkst du, fuck, du meinst? Du willst das wiederholen? Die Jagdsaison muss wieder eröffnet werden. Habt ihr gehört? Die Jagdsaison geht wieder los. Jetzt heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Erste, der tot umfällt, ist der Verlierer in diesem Spiel. Und der Gemeinderat gibt ihnen so eine Genehmigung dafür. Warum? Weil Elliot viel Scheiße baut und jetzt alle glauben, dass es einen echten Werwolf gibt. Bug, es wird langsam Zeit, Tacheles zu reden. Wird es langsam Zeit, mal Elliot umzubringen? Ich meine ja nur, er macht nur Probleme und macht ständig Ärger. Wenn wir ihn von der Bildfläche verschwinden lassen, sind alle Probleme gelöst. Keine Angst, du bist sauber, dir tue ich nichts an. Aber Elliot möglicherweise schon. Den Käse, wir bringen die Band wieder zusammen. Ach, sag an, du spielst in einer Band? Ich spiele krass gut Akkordeon, wenn da was frei wäre. Die Jagdsaison ist wieder eröffnet. Wir müssen ein Monster jagen und was uns sonst noch über den Weg läuft. Oh Mann, auf diesen Moment habe ich gewartet. Wusstest du das? Erstens, wer zur Hölle waren die? Die waren nicht bei den Jägern im ersten Teil. Und zweitens, habt ihr gesehen, wie hässlich animiert die waren? Das war ja furchtbar. Ich hätte kotzen können. Jedenfalls, Elliot reitet alle tiefer in die Scheiße, es kommen noch ein paar blöde Witze und dann kommt's zum großen Showdown. Auf
oft genug, um zu wissen, dass es nur einen Weg gibt, um genau zu erfahren, wo sich der Werwolf aufhält. Nein! Nein, 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 nein! Was tust du? Nein! Ach ja, ich hab den Teil vergessen, da wo Elliot Scheiße frisst. Aber das Schlimme ist, der Jäger macht das Gleiche dann auch nach. Ja, Irrenhauswärter, ich und mein Freund nehmen ein Doppelzimmer mit gepolsterten Sitzen. Oh, haben Sie auch ein kugelsicheres Fenster? Ich habe Angst, dass Leute mit Gewehren auf uns schießen, wir Wildtiere. Oh! Oh! Wir sind mit Sicherheit. Ob ihr wollt oder nicht, wir kommen! Sie haben geschüttelt. Sie sind direkt hinter uns. Oh, das bin ja ich! Wer baut denn bitte schon einen Blooping in eine Lavalina ein? Ein Hirsch! Und dass der Jäger auf sie schießt, ist auch Elliot schuld. Warum? Hätte er nicht so viel Scheiße gebaut, würden die Leute nicht an den Werwolf glauben und er hätte nicht seinen Job zurückbekommen. Luke, du solltest wirklich Elliot beseitigen. Er ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Ja, aber das ist egal, auch diesmal gewinnen die Tiere und ihr wisst ja, was das bedeutet. Ja, ja, ja. Du darfst noch genug erzählen bei deinem Prozess wegen Vortäuschung eines Monsters und Verbreitung allgemeiner Panik. Die Jagdsaison ist beendet. Für immer. Ja, richtig gehört, die Jagdsaison ist beendet. Für immer. Zwar nicht in ganz Amerika, aber wenigstens in diesem kleinen Wäldchen. Ja, aber dann kommt der nächste Plot-Twist, denn es stellt sich heraus, dass es tatsächlich einen Werwolf in diesen Wäldern gibt. Und was machen sie? Ja, Interpreter für Tanz und Worte. Richtig, sie tanzen miteinander. Ich glaube, er will uns nicht. Mich wundert gar nichts mehr. Wir müssen ihm zeigen, dass wir mich wundert gar nichts mehr. So, das war Jagdfieber. Was soll ich sagen? Ich bin froh, dass es vorbei ist. Noch gibt es keinen fünften Teil und selbst dann werde ich euch warnen und ich werde ihn gnadenlos auseinandernehmen. Denn das bin ich euch schuldig. Wie auch immer, danke fürs Zusehen und kauft niemals Jagdfieber für eure Kinder. Ihr wollt doch nicht, dass sie dumm werden, oder? Ciao!